Wie ihr alle wisst, gab es vor noch gar nicht allzu langer Zeit eine Nintendo Direct, in der unter anderem einiges an neuem Bildmaterial zu Pokémon Schwert und Schild geteilt wurde. So wurden zum Beispiel Features wie Pokémon Camp und der Currydex oder die beiden Pokémon Mortipod und Urgel vorgestellt. Allerdings wurde während dieser Direct ein weiteres neues Feature geteilt, das auf dem ersten Blick erstmal überhaupt gar nicht auffällt, und zwar Autosaves. Richtig, so wie es aussieht, werden Pokémon Schwert und Schild die ersten Pokémon-Spiele mit automatischer Speicherung sein. Aufgefallen ist das Ganze, als man während der Direct tiefere Einblicke in die Charaktergestaltung und die Boutiquen erhalten hat. In einer Szene betritt der Protagonist nämlich eine solche Boutique, und wenn man dann mal auf die obere rechte Bildschirmecke achtet, sieht man, dass das Spiel in dem Moment Daten gespeichert hat. Ist Autosave für Schwert und Schild damit confirmed? So ziemlich, denn warum sonst sollte dieser Hinweis im Direct-Material auftauchen? Ist das jetzt ein großes Ding? Es geht so. Wie bereits gesagt, ist dies das erste Pokémon-Spiel, das ein automatisches Speichersystem verwenden wird, sodass man nicht mehr gezwungen ist, jedes Mal das Menü aufzurufen und das Spiel manuell zu sichern, was an und für sich natürlich schon eine Bereicherung und ungemein praktisch ist. Andererseits sind Autosaves halt wirklich schon lange zu einem nicht nennenswerten Standard in Videospielen geworden. In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch Game Freak, ihr seid im Jahr 2013 angekommen. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass die neuen Editionen in dieser Hinsicht moderneren Standards angepasst werden. Ich meine, jeder kennt es, dass man bei Pokémon immer mindestens 5-mal speichert, einfach aus der Angst heraus, dass man all seinen Progress und die gefangenen Pokémon verlieren könnte, sollte man doch nicht ordentlich gespeichert haben. Nie wieder Angst um verlorenen Spielfortschritt, Pokémon, Items oder ähnliches haben, klingt also eigentlich erstmal ziemlich gut, allerdings gilt das nicht für jedermann. In der Pokémon-Community gab es vereinzelten Aufschrei, als die Sache mit den Autosaves langsam bekannter wurde. Manche Fans sehen bei diesem Feature nämlich erhebliche Nachteile. Erstens, bestimmte Einmal-Encounter würden ein großes Problem werden. Es gibt in jedem Spiel bestimmte, meistens legendäre Pokémon, die man nur ein einziges Mal fangen kann. Vergeigt man den Versuch, verschwindet das Pokémon und taucht im gesamten Spielverlauf nie wieder auf, was enorm ärgerlich wäre. Aus diesem Grund speichern viele Spieler extra kurz bevor sie sich einem solchen Pokémon stellen, denn sollten einem dann die Bälle ausgehen oder das Pokémon aus Versehen besiegt werden, muss man nur sein Spiel neu starten und kann es sofort erneut probieren. Anders sähe das natürlich aus, wenn das Spiel nach so einem Kampf einfach automatisch speichern würde. Stellt euch vor, ihr bekämpft ein legendäres Pokémon, landet zufällig einen sehr unglücklichen Volltreffer, das Pokémon verschwindet und das Spiel wird sofort gespeichert. Ihr hättet keine Chance, dieses Pokémon im weiteren Spielverlauf noch einmal zu fangen. Zweitens, Soft Resets wären unmöglich. Soft Resets sind eine bewährte Methode, um ein bestimmtes Ereignis im Spiel durch gezieltes, mehrfaches Durchführen zu beeinflussen, indem man kurz vorher das Spiel speichert, das Ereignis triggert und das Spiel so oft neu startet, bis das gewünschte Resultat erzielt ist. Dies kommt zum Beispiel beim Resetten von Wesen oder guten DVs bei legendären Pokémon, beim Shiny Hunten oder auch bei der Starterwahl vor, wenn man dort ein Pokémon mit einem bestimmten Geschlecht bevorzugt. Sollte das Spiel aber beispielsweise direkt nach der Starterwahl speichern, müsste man das komplette Spiel bis zu diesem Punkt von vorne spielen, statt einfach nur erneut zur Starterwahl zu springen. Das sind jedenfalls die bei weitem größten Argumente, die gegen das Autosave-Feature verwendet werden. Dabei stellt sich mir jedoch nur eine Frage. Denkt irgendjemand allen Ernstes, dass Game Freak die Option einer manuellen Speicherung einfach verwirft? Nein, natürlich nicht, denn es wäre absolut hirnrissig. Das wurde im Übrigen auch bereits bestätigt. Auf diesem Screenshot hier sieht man zum Beispiel das Hauptmenü des Spiels und auf diesem ist sehr klar ein Speichersymbol erkennbar. Das bedeutet, dass die manuelle Speicherung definitiv nicht verloren gehen wird. Aber selbst wenn dieser Screenshot nicht existieren würde, muss ich doch sagen, dass ich diesen enormen Aufschrei von einigen Leuten nicht wirklich nachvollziehen kann. Denn bei fast allen anderen Spielen, die Autosave verwenden, und das sind viele, gibt es stets die Option einer manuellen Speicherung, eben für den Fall, dass die automatische Speicherung nicht richtig funktioniert, beziehungsweise einem das Spielerlebnis eventuell erschweren könnte.
In vielen Spielen lässt sich diese sogar in den Optionen einfach abschalten. Autosaves dienen nämlich hauptsächlich dazu, dem Spieler Ärger und Frust zu ersparen, falls mal der Fall eintritt, dass er vorm Ausschalten der Konsole vergisst, das Spiel zu speichern, was natürlich jedem einfach mal passieren kann. Autosaves sind also durchaus eine gute Sache und nicht ohne Grund fast überall vertreten, und solange es die manuelle Speicherung trotzdem noch gibt, gibt es auch keinen Grund zur Aufregung. Daher wäre es schlicht und ergreifend dumm, wenn Game Freak sich bei Schwert und Schild ausschließlich auf Autosaves verließe. Und auch wenn Game Freak jetzt nicht das erste Mal fragwürdige Designentscheidungen treffen würde, so etwas wäre niemals passiert. In diesem Sinne, entspannt euch, man weiß zwar noch nicht genau, in welchem Umfang die automatische Speicherung vertreten sein wird, aber allem Anschein nach wird es die manuelle Speicherung nicht ersetzen, also wird sich an dem altbewährten System nicht wirklich etwas verändern. Das war es jedenfalls von meiner Seite aus zu diesem Thema, aber nun seid ihr an der Reihe, wie seht ihr denn das Ganze? Haltet ihr Autosaves in Schwert und Schild auch für eine längst fällige Modernisierungsmaßnahme? Oder hättet ihr euch den Bedenken der Kritiker angeschlossen, sollte es die manuelle Speicherung nicht geben? Schreibt mir gerne eure Meinung zum Thema Autosaves in Pokémon-Spielen in die Kommentare, ich bin bereits sehr gespannt darauf. Ansonsten möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt. Sollte es euch gefallen haben, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns beim neuen Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.